Chikabum Biatch. Hallo und herzlich willkommen, M4Tyrael hier. Heute mit einem kleinen Tutorial zu den Mode-Systemen in Warframe. Bis jetzt habe ich nicht dergleichen gesehen, was so ein Skill-Tree angeht, denn darauf wurde vollkommen verzichtet. Es ist auch dann nicht levelabhängig, welchen Skill ihr dann benutzen könnt, sondern einfach, okay, schon. Ein bisschen levelabhängig ist es schon, aber das wird geschickt umgangen. So, hier sehen wir gleich ganz vier Slots jeweils, also 4x2. Und die könnt ihr halt natürlich voll machen, sofern ihr die Mod-Kapazitätspunkte zur Verfügung habt. Diese Punkte findet ihr einmal hier. Da wird angezeigt, wie viel ihr noch habt, zum Beispiel so. Und dann nochmal hier. Das ist immer levelabhängig, je nachdem, welchen Level eure Waffe hat, beziehungsweise Warframe. Verändert sich der Wert immer um 1. Also Level 1 ist Level 1, Level 2 ist der Wert 2 und so weiter. So, wir lassen das mal so und gehen jetzt mal gleich zu der Warframe. So, bei der Warframe haben wir natürlich ein bisschen mehr Slots. Entschuldigung für die Aussprache. Und hier unten haben wir auch nochmal schon ein bisschen mehr gesammelt von den ganzen Mod-Karten. So, hier sehen wir gleich, was ist das? Das sind einzelne Symbole. Die Symbole sind Warframe-abhängig. Je nachdem, welche Warframe-Rüstung ihr habt, habt ihr ein anderes Symbol. Also hier habe ich einmal irgendwie standardmäßig einen besoffenen Gänsefüßchen. Und hier auf der Karte ist es auch. Hier sehen wir auch gleich den Sinn dahinter. Hier haben wir einen Kapazitätswert von 3. Und wenn die gleiche Symbole übereinstimmen, dann wird es sofort hoch runter gepusht, minus 1. Also der Wert verringert sich um einen Punkt. Das ist im späteren, beziehungsweise am Anfang des Spielens sehr wichtig und ja, bringt auch einem was. So, dann haben wir noch ein zweites Symbol, so ein, gepunchtes Dreieck. Wenn die da halt wieder übereinstimmen, gibt es ein Minus. Wenn sie nicht übereinstimmen, wie wir es eben gemacht haben, gibt es einen Minuspunkt. Nicht ein Minuspunkt, sondern wird ein Punkt obendrauf addiert. Hier sehen wir auch gleich, was es kann. Hier diese weißen Anreißer links, die symbolisieren einfach nur, wie oft es hochgepusht wurde. Also hier habe ich Stufe 4, und also war es eigentlich Ausgangswert 2. Ich glaube, wir nennen das mal Level links. Das nennen wir mal Level. Also ist Level 2 und benötigt halt jetzt durch die Platzierung nur 2 Slots beziehungsweise 2 Kapazitätspunkte. So, hier haben wir natürlich auch andere, die nicht übereinstimmen, dazu wurde schon was gesagt. Vielleicht nochmal zu der Aufteilung, was ihr unbedingt benutzen solltet. Das wären einmal die Fähigkeiten, die standardweise auf Mausrad mittig festgelegt sind. Wenn nicht, müsst ihr es anders einstellen unter der Einstellung. Das ist der kleine hier. In Marktplatz könnt ihr euch noch gerne das Upgrade kaufen. Das pusht nochmal eure Kapazitätspunkte hoch, dann müsst ihr nicht so lange zocken. Und das kostet gerade mal 20, was sind das? Platin hier. Die sehen halt so aus und zum Anfang, also zumindest war es bei mir so, habe ich 50 Platin bekommen. Das könnt ihr dann auch jeweils für eine Waffe oder für eine Warframe benutzen. Wobei ich euch empfehlen würde, benutzt es lieber für einmal für die Warframe und dann beim späteren Levelverlauf für die nächste Warframe, wenn ihr sie freigeschaltet habt. Marktplatz ist übrigens hier. So, hier gibt es noch ein schönes Mode-System zum Fusionieren. Und das finden wir hier. Hier sehen wir auch gleich nochmal, wie wir es ordnen können, nach Type, Preis. Aber ich würde euch Namen empfehlen. Wozu, sage ich euch gleich. Denn bei Namen werden die gleichen Modes der gleichen Klasse nebeneinander gelistet. Wir klicken einen Mod an, da können wir es, batz, fusionieren. Hier sehen wir nochmal, was es kann und wie oft es vorkommt. Ankommen ist unüblich, kommen ist üblich und rare ist ziemlich selten. Und dann werden diese drei Hauptkategorien nochmal in 5 Unterkategorien geteilt, also sprich rare 1 bis 5 und ankommen 1 bis 5 und bei kommen auch dementsprechend. Hier haben wir die möglichen Levels und die Kapazitätspunkte angezeigt, wobei die Kapazitätspunkte rechts sind. Und ganz links sehen wir diesen kleinen, fühlbar, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll.
na, diese kleine Anzeige, Aufladeanzeige, die ist abhängig und von den einzelnen Modes, welche ihr gemeinsam fusioniert. Das Beste ist, wenn ihr die gleichen Modes miteinander, fusioniert, dann könnt ihr gleich sofort ein Level aufsteigen. Und dieser Levelaufstieg hat natürlich eine direkte Auswirkung auf die Kapazitätswerte des Modes. Je höher der Level, desto höher, ja, die Punkte, die ihr benutzen müsst. So, hier sehen wir ganz leicht, kostet nur 400. Was ist, wenn wir noch ein bisschen höher pushen wollen, dann nehmen wir noch einen. Aber das sehen wir gleich, wenn wir einen, ja, komm, ich will das Select haben. Achso, das war ja das hier. So, wenn wir eine andere Klasse nehmen, dafür aber mit größeren Kapazitätspunkt, wird es zwar auch ziemlich gut hochgepusht, aber jetzt nicht so dolle. Und was ist mit ganz großen, also 10? Die könnt ihr halt droppen. Kommt eigentlich so auf selbe hinaus, also sollte man es eigentlich nie so verschwenden. Und was ist, wenn es da drunter liegt, also sprich, wir haben einen Wert von 4 und nehmen 2, ja, dann wird natürlich ein bisschen weniger Energie benutzt. Alternativ kann man auch von den Gegnern die einzelnen Drops Fusionskerne bekommen, die sich auch wie die Modes in derselben Struktur untergliedern. Aber bei dem ist das der große Nachteil, dass sie scheiße viel Geld kosten und die würde ich einfach nur benutzen, um sie zu verkaufen. Es sei denn, ihr habt es jetzt unbedingt nötig, weil ihr irgendwie im Spiel nicht weiterkommt. Dementsprechend würde ich euch dann das so als Notvariante empfehlen. Silber und Blau symbolisieren, ja, so sag ich mal, den Rarheitsmodus. Also was wie oft vorkommt. Also normal ist oft, uncommon ist Silber und Rare ist dann halt, ah, wo haben wir denn Rare? Ich glaube hier ist dann Gold, wobei ich es jetzt das eigentlich so auf den ersten Blick nicht immer sehe, aber ist ja auch nicht so wichtig. Ja, falls ihr das dann irgendwie ein bisschen fusioniert habt, oh, guck mal hier, ich habe ja noch mehr Modes. Genau, jetzt würde ich, ja, könnte sie benutzen. Ah, hier sieht man auch nochmal schön die in der Vorschau, für welche Klasse es geeignet ist, also sprich Warframe. Es gibt insgesamt 10 Warframes, also Stoff zum Zocken ist auf jeden Fall da. Ja, so, machen wir abbrechen, wir wollen das ja nicht fusionieren. So, jetzt wollt ihr auch bestimmt wissen, wo droppt man was und wie bekommt man es. An sich ist eigentlich relativ einfach, ihr bekommt nach dem Abschluss von einem Wave Level, also sprich, wenn ihr dort ein Objekt beschützt und alle 5 Levels, also Waves, könnt ihr halt entscheiden, ob ihr weiterkämpft oder nicht. Und dann könnt ihr halt, wenn ihr nicht kämpfen wollt, einen Mode bekommen. Das wird natürlich dann auch angezeigt. Also, fangen wir mal mit Infested an. Da von denen, also sprich, die wie infiziert ausschauen und wo meistens das Level ziemlich dunkel gehalten ist. Von denen bekommt ihr wie Power Abilities und alle Typen von, ja, wie nennt man das nochmal, Frostschaden. Die Korps sind ein, ja, Menschenrasse und benutzen eigentlich Technologie, um zu kämpfen. Sind so richtige feigen Hasen, okay, die haben ja auch nicht so drauf sozusagen. Und dementsprechend bekommt man andere Abilitätsschaden, zum Beispiel Fire Electricity und Armor Pen. Dann gibt es noch ein Power Maximal, Effizienz, Power Range, Meal Charge, Speed, Loot Radar und Enemy Radar, Puncture Modes, ja, das sind so die ihr von denen droppen könnt. Wobei ich eigentlich Enemy Radar ein bisschen schwachsinnig finde, weil wenn die Gegner da sind, dann sieht man sie und dann sollte man schon eigentlich ein bisschen genauer hinschauen. Dann gibt es noch die Greenier. Oder wie sie sich nennen, das sind eigentlich irgendwie, sofern ich mich recht entsinne, von Menschen abstammende Rasse, die sich einfach mutiert, ja, geklont hat und dadurch, sagen wir mal, das genetische Erbgut in Arsch ist und sie sehen aus wie Primitive, werden immer primitiver und ja, sind mutiert bis zum geht nicht mehr. Und dementsprechend gleichen sie durch, ja, überlegene Anzahl an Gegnern ihre Stärke aus und auch durch Waffen, durch ihre sehr starke Rüstung. Euch würde ich da empfehlen, falls ihr sie schießt, wirklich in den Helm zu schießen, beziehungsweise in den Bauch und mit dem Schwert hinten in den Rücken reinrammen,
Da erhöht ihr die Chance, die Gegner in zwei zu teilen, egal welche Rasse. Und generell bekommt ihr von allen drei Klassen Fusion Cores und oh Gott, wie nennt man das? Sentinel Modes. Ja, genau, ich glaube, so hieß es und Stun. Ja, das ist so viel eigentlich dazu. Viel mehr Tipps kann man eigentlich nicht geben. In Folge wird dann bald ein Level-Up-Video folgen, wo ich euch erkläre, was ihr alles anstellen müsst, damit ihr ein bisschen schnell im Level vorankommt. Das war's von mir. Tschüss. Noch ein kleines Update meinerseits. Also die Warframes, die ihr gerade ausgerüstet habt, die werden bei diesem Modus bei Fusionieren nicht mehr angezeigt. Also immer schön darauf achten, sonst verballert ihr unnötig Zeit und auch unnötig Mode-Karten. So, jetzt aber wirklich tschüss.